أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنصار لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Ihr seht hier zum Beispiel einen weiteren Repräsentanten, der Empfänger eurer Spenden, der Empfänger eurer Hilfe. Wir haben hier zwei Wochen Notpakete, das heißt insgesamt hält das für einen Monat. Ihr seht hier unseren alten Bruder, Subhanallah, den hat es getroffen, er hat keine Beine mehr, wenn ihr darauf achtet. Und Subhanallah, schaut mal, in welchen Verhältnissen er lebt. Es könnte unser Vater sein. Und es ist so gesehen, islamisch gesehen, ja auch unser Vater. Und Subhanallah, er hat hier überhaupt gar keine Verhältnisse, in denen er hier lebt. Also es ist eine ganz karge Hütte, wo wir jetzt hier hingefahren sind, mitten auf dem steinigen Acker, wo noch nicht mal Blumen wachsen. Subhanallah, und der alte Mann hat er hier Kinder und Kinder? Vier Mädchen und fünf Jungs und einer ist Shahid gegangen von seinen Kindern. Subhanallah, vier Mädchen, fünf Jungs, einer ist gestorben, inshallah Shahid. Und Subhanallah, ja, nach Hawla wa la quwwata illa billah, das heißt, wir müssen hier helfen, Subhanallah, schaut euch das an. Hier ist so ein ackriger Boden, vielleicht filmst du mal echt den Ausgang von seiner Hütte, das kann man ja wirklich nicht mehr rausnehmen, das ist nur eine kleine Hütte. Und das ist der Ausgang, Subhanallah, guck mal, wie kann er sich hier bewegen ohne Beine, Subhanallah. Und versorgen können sie sich so, sowieso nicht. Masallah. Subhanallah. Masallah. Richtig süß, ja? Salam alaikum. Richtig süß, Subhanallah. Nicht nur, dass er auch noch die beiden Beine ab hat, der hat auch noch eine Nervenkrankheit am Kopf und muss immer ab und zu schlucken. Also der war unterwegs nach Halab und unterwegs war so Schießerei und einer hat den aus Versehen getroffen und die sind gekommen, die haben ihn zum Krankenhaus gebracht. Der eine hat zu ihm gesagt, ich habe dich getroffen, was du willst, ich mache für dich und so, ne? Aus Versehen habe ich dich getroffen. Dann hat er gesagt, nein, keiner hat mich getroffen, Allah Ta'ala bin ich. Hat entschieden. Er hat entschieden für Allah Ta'ala, für Allah, und dann ist er weitergegangen. Der hat seine Familie und so gesagt, ich weiß nicht, wer mich getroffen hat, das für Allah, was passiert, fertig. Ne? Und er sagt, bis jetzt sage ich nicht mal, wem und wer und so weiter. Ne? Khalas, sagt er, Allah Ta'ala, meine Beine ist ab, fertig. Der war Maurer. Der hat damals 1500 Lira im Tag verdient. Und 1500 Lira war damals ein gutes Geld, war ungefähr um die 20 Euro, 25 Euro im Tag hat er verdient. Ne? Und sagte er, ja, Alhamdulillah, dann bin, so wie er sagte, zu Hause ist er geblieben, der kann nicht mehr arbeiten, das war es vor ihm so ungefähr. Und trotzdem, der sagt niemals, wer ihn getroffen hat. Subhanallah, möge Allah ihm das als Kafara aufschreiben und ihm alle seine Sünden, die er wissentlich und unwissentlich gemacht hat, verzeihen dafür. Und ich muss mich noch korrigieren, der Mann hat ein Bein weg und nicht beide Beine weg, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich war ein bisschen perplex, ich wollte auch nicht unhöflich die ganze Zeit auf seine Beine gucken, das macht man auch nicht. Schließlich sind die Leute, die wir hier die Spenden bringen, sind unsere Geschwister und keine Objekte, die man dann so, dadurch, dass man die ganze Zeit auf die Beine guckt, vielleicht irgendwie demütigt oder sonst was. Die Leute sind sehr dankbar, aber wir wollen uns auch humanitär verhalten. Nicht nur humanitäre Hilfe bringen, auch humanitär verhalten. Deswegen habe ich da nicht so die ganze Zeit drauf geguckt. Und Subhanallah, der Mann erzählt halt, Subhanallah, müsst ihr euch mal vorstellen, der Mann verliert sein Bein und bewahrt seinen Adab und seinen Akhlaq. Der verliert sein Bein und grinst noch. Verliert sein Bein und sagt noch nicht mal, ja, er klagt noch nicht mal irgendeinen Täter an, weil der Täter ihm gesagt hat, tut mir leid, ich habe nicht extra gemacht und ich tue alles, was du willst für dich. Und guck mal, wie sind wir in Deutschland? Manchmal habe ich gesehen, Schmerzen gilt. Muslime habe ich gesehen, Muslime verlassen eine Moschee, der eine fährt dem anderen ins Auto rein und die schreien sich gegenseitig an, ich hole Polizei, ich mach dies, ich mach das, Subhanallah. Unglaublich, ja, Subhanallah, anstatt man, dass man die Sache unter sich regelt,
wollen wir uns an die Karre treten. Wir sollten uns mal eine Scheibe abschneiden von diesen Leuten hier. Allein, dass wir das Wissen über Kadr, da können wir uns eine Scheibe drüber abschneiden. Die wissen ganz genau, dass alles vorgeschrieben, was auf dich trifft. Und nichts kannst du machen, dass das, was auf dich geschrieben ist, dass das nicht auf dich kommt. Und du kannst auch nichts machen, dass das, was nicht auf dich geschrieben ist, dass das auf dich kommt. Du kannst gar nichts daran ändern, subhanallah. Das haben die Leute hier begriffen, subhanallah, Allahu Akbar. Spende zu diesen Leuten, die mehr begriffen haben als wir. هاي الإصابة ولو كان عم يضربني مقصودة ما بيحسن يأذيني إلا من الله هو ما أذاني هذا كتبة رب العالمين كاتب بدي قطعة ما لن علاقة أبدا الإصابة لا يصيب إلا الله سبحانه وتعالى هو الكاتب اجري تصير هيك ما لن علاقة بدها تصير هيك لضربه وما ضربه ولو كان ماله مقصودة أو مقصودة هاي رب العالمين كاتب لي اقطع اجري إذا ما الله كان له إرادة ما بتنقطع ولو كان صمتي عني ما بيضر ولا بينفعه إلا من الله ما له علاقة. Das ist ein Schicksal, subhanallah, den hat Allah so geschrieben. Es ist vorher schon bestimmt worden. Man kann keinen Menschen irgendeine Schuld geben, sagt er. Das heißt, sein Iman, subhanallah, ist stark und sein Vertrauen ist gilt voll Allah Azza wa Jal. Er sagt, egal was, auch wenn ich da irgendwie nur ein Stück davon entfernt wäre, wenn Allah hat das so geschrieben, wenn ich getroffen werde, ist getroffen. Das heißt, es steht schon vorher fest, dass ich mein Bein verlieren werde und sein Vertrauen gilt den Allmächtigen. Und deswegen sagte auch Allah, wenn sich die ganze Menschheit versammelt, um dir nur eine gute Tat tun zu wollen, Wallah, das werden sie nur schaffen, wenn Allah das vorher geschrieben hat. Und andersrum, wenn sich die komplette Menschheit versammelt, um dir nur eine schlechte Tat zu tun, Wallah, die werden es auch nur schaffen, außer mit Gottes Willen. Subhanallah, achi, yani, guckt euch mal diesen Bruder an, subhanallah, diesen älteren Herrn, was subhanallah er für ein Herz hat. Yani, wir sind hier im Kriegsgebiet. Die haben hier sowieso Sorgen, Essenssorgen, die haben hier nichts zu essen, nichts zu trinken. Deren Familiensituation ist, subhanallah, der hat einen Sohn, der als Mädchen gestorben ist. Wie er hier einfach lebt hier, wenn wir hier so jetzt, wie ich das gerade, wenn wir umgucken, das ist ein kleiner Raum hier, der hat eine kleine Toilette da, der sitzt hier den ganzen Tag, die haben keinen Fernsehen, die haben keine Unterhaltung, die haben gar nichts. Und trotzdem sagt er, er hat doch sein Bein verloren, und sagt trotzdem, subhanallah, er ist mit das, was er hier hat, zufrieden. Er sagt, alhamdulillah, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir leben in Europa, in Deutschland. Wenn wir so leben würden, würden wir eine Klapse gehen. Würden wir sagen, der ist schuld, wir wollen Geld haben, wir wollen ihn anzeigen. Ich lasse da nicht nieder, ich lasse nicht machen. Er hat das sogar für sich behalten, dass er aus Versehen getroffen wurde, dass sein Bein weg ist. Er wollte es keinem erzählen. Er hat gesagt, alhamdulillah, das ist Schicksal von Allah. Und ich nehme den Schicksal an, so wie es ist. Allahu Akbar. Das ist, nimmt einen richtig mit, subhanallah. Guck mal, wie er lebt, subhanallah. Hier ist nichts, hier ist gar nichts. Die Toilette, das sieht aus wie vor 200 Jahren. Da ist alles total. Erstmal, subhanallah, erstmal bitte, der Mann, ihr wisst, hat kein Bein. Und ihr wisst, in Deutschland bekommt man vom Amt eine behindertengerechte Wohnung. Subhanallah. Bitte zeigt mal denen einmal die Toilette und überlegt mal, dass ein Behinderter auf diese Toilette geht. Zeig denen das bitte einmal, das ist unglaublich, dass ein Behinderter das überhaupt schafft. Das ist dieser kleine Raum, der ist 4 Meter mal 3 Meter ungefähr. Wenn wir jetzt hier weitergehen, so können wir mal mit der Kamera. Weil ich hatte jetzt Zauber, wenn wir keinen Raum haben. Wenn ihr guckt, subhanallah, hier ist eine Toilette, wo er seine Sachen hat reingekriegt. Hier ist die Toilette, die ist da. Der hat hier Wasser, hat er hier noch nicht mal richtig, keinen richtigen Wasser. Der hat hier so einen kleinen Eimer, wie man das sieht, wo hier Wasser drin ist. Ja, ne, subhanallah, ja, ne, auch durch seine Lebenslage, die er hat, da hat er kein Bein. Hier ist sein Rollstuhl. Man kann auch hier sehen, wenn du hier drauf machst, hier, Sabrhorn, inshallah, man sieht hier, subhanallah, wie sein Essen auch, ne, sein Essen wird ihm gebracht, wie das hier auf seinen Rollstuhl. Und trotz dieser ganzen Situation, die er hier hat, dieses Leiden, ja, er lebt hier ganz alleine.
ist er trotzdem, subhanallah, hat er sein Herz vertraut voll auf Gott, Azza wa Jal. Sein Herz, sein Vertrauen gilt den Allmächtigen. Da könnte man eine Scheibe von abschneiden, wir daraus viel daraus lernen, dass wir, subhanallah, trotz dieser ganzen Lage, diese ganze Situation, gilt den Vertrauen auf Allah. Und er sagt, subhanallah, mein Tawakkul ist auf Allah, mein komplettes Vertrauen ist auf Allah. Und Allah sagt in seinem Koran, man tawakkal Allah, fa wa hasbuh. Wa man tawakkal Allah, yaj'al lahu makhrajan wa rizquhu min haythu la yahtasib. Es wird immer irgendwo eine Tür ihm geöffnet, wo, subhanallah, sein Rizq kommt, wo er nicht weiß, wo es herkommt. So wie wir zum Beispiel heute zu ihm kommen sind. Er hat nie damit gerechnet, dass jetzt heute zum Beispiel diese Brüder kommen und ihnen helfen. Oder auch andere Brüder, die das Gleiche machen wie wir. Fa, subhanallah, das ist wirklich, yani, eine Sache, die man halt lernen muss. Das ist eine Sache, ja, die man lernen muss. Also mir fallen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Ich sag ganz ehrlich, ich komme hier rein, ich gucke mich hier um. Also ich habe auch schon öfters sowas gesehen, aber ich komme hier rein, ich gucke mich hier um. Daraus muss man eine Lehre ziehen. Ja. Also jedes Mal eigentlich versuche ich auch danach, mich zu ändern. Manchmal klappt es, manchmal nicht. In gewissen Hinsichten und Punkten versucht man sich zu ändern. Man versucht ja, man darf auch nicht versuchen, alles auf einmal zu ändern, das klappt nicht, dann macht man 2-3 Tage, dann bricht man wieder ab. Dann ist alles wieder wie vorher. Man muss immer sich so kleine Ziele stecken, das und das und das. Und wenn ich das jetzt sehe, also ganz ehrlich, mein Ziel ist, wenn ich sehe, der Mann hat angeschossen worden, hat sein Bein verloren und hat sich nicht beschwert. Der hat direkt gesagt, Alhamdulillah, mein Schicksal von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man so ein bisschen mal so verschiedene Ders gehört hat oder auch mal ein paar Bücher gelesen hat, dann weiß man auch, das ist Sabr. Sabr ist nicht zu warten, einfach nur, ja, ich bin jetzt 22, ich finde nicht direkt eine passende Ehefrau, ich warte jetzt bis 24, ich habe Sabr. Das ist nicht nur Sabr. Sabr. Sabr ist auch, wenn dich was wirklich Hartes trifft, wenn dein Bein weggeht, dass du nicht sagst, ich beklage mich und ich drehe durch, ich mache Selbstmord, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Diese Sätze, ich will nicht mehr, das macht schon dein Sabr kaputt. Und wir in Deutschland, wir sind richtige Memmen, was sowas angeht, subhanallah. Bei uns, wir verlieren unseren Job, wir kommen nach Hause und sind erstmal, unser Verhalten demütigt uns selber. Subhanallah, wir demütigen uns selber noch mit unserem Verhalten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht gedemütigt. Er hat uns diese Prüfung geschickt, nicht weil er uns damit schlagen will. Er hat uns diese Prüfung geschickt, weil er uns damit testen will, weil er uns damit unsere Sünden wegnehmen will, weil er uns damit heilen will, weil er uns damit reinigen will. Und wir benehmen uns wie kleine Mädchen, denen man das Spielzeug weggenommen hat. Und subhanallah, dieser Mann, also ich ziehe die Lehre hier raus, ich will nie wieder in Deutschland sagen, oder jetzt egal wo ich bin, wo alle meine Schicksale sie mich hinverschlägt, ob ich in Syrien bin oder in, was hast du nicht gesehen, ich will nie wieder sagen, dass dieses typische, oh nein, was mache ich jetzt, warum, keine Lust, das ist mir jetzt zu viel oder sonst was, diese Sätze möchte ich nicht mehr loswerden. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir auch so ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit gegeben und so ein bisschen Standhaftigkeit hatte mich auch mit beschenkt, dass Alhamdulillah diese Sätze bei mir eigentlich nicht lange anhalten. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, die kommen schon vor, subhanallah. Also ich muss auch mit mir selbst abrechnen und ehrlich zu mir sein. Diese Sätze kommen vor, definitiv. Und wenn ich jetzt mal auf mich selber schaue, dann muss ich sagen, in diesem Moment, wo ich die Sätze sage, auch wenn ich dann nach 2 Stunden wieder sage, jetzt geht's wieder vorwärts, aber in diesen Stunden bin ich eigentlich ein Schwachkopf. Und deswegen, diese Sätze muss ich an mir ändern. Das muss ich unbedingt an mir ändern, subhanallah. Also Geduld wieder, wie ihr seht. Also Sabr ist die halbe Miete, nach dem Sabr kommt die Befreiung. Ja. Man muss viel in sich nehmen, weil subhanallah, Allah befiehlt uns, dass wir, unsere Religion ist so, Allah befiehlt uns, dass wir geduldig sein müssen. Man soll nicht aufgeben. Und wie ihr seht, das ist ein Beispiel hier, das ist ein bewundernswerter Mensch, der viel Geduld hat, trotz seiner Situation, die er jetzt hier durchzumeistern hat. Er hat hier keinen um sich, wie ihr seht. Er lebt hier alleine, sein Nachbar, seine Söhne sind immer nicht da und er wohnt hier ganz alleine abgeschottet. Das ist echt eine. Also es hat ein bisschen länger gedauert, bis sie angekommen sind, aber die Nachbarn hier, er hat hier 2-3 Nachbarn hier um sich, die kümmern sich um ihn, so wie es möglich ist. Und er ist ein stolzer Mensch, subhanallah. Er ist stolz, guck mal, wir sind hier bei ihm, er sofort holt da, macht Tee für uns und ist herzlich, subhanallah, und freut sich über uns und macht Bittgebete und solche Sachen, Der sitzt hier nicht wie so ein Opfer und empfängt unsere Hilfe. Dieser Mann ist ein, kein Opfer. Der sitzt nicht wie ein Opfer, der sitzt wie ein Gastgeber. Der begastgibt uns. Allah liebt ihn, deswegen Allah liebt ihn und gibt ihm halt diese Geduld. Das kann nicht jeder. Allah liebt ihn, gibt ihm diese Geduld. Und das ist für uns auch, subhanallah, wie der Bruder schon sagte, eine Lehre.
dass wir selber daraus ein Lehre ziehen. Das sind Beispiele, die Allah uns gibt, damit wir gucken, subhanallah, wo leben wir, was sind wir, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Und das ist ein super Beispiel. Für Allah soll inshallah gesund und sein Iman bestärken. Amen. Amen. Allah wird ihm alles ersetzen. Inshallah. Allah wird ihm im nächsten Leben sein Bein ersetzen und alles das, was er verloren hat. Alhamdulillah. الله يشفيك يا حاج إن شاء الله وطول عمرك وكثر أمثالك إن شاء الله ما شاء الله أنت قدوة بالصبر يا حاج يعني إحنا سبحان الله يعني نشكرك على الكلمات الطيبة الله يزيك ألف خير يا حاج أهلكم طيب الله يبارك فيك الله يزيك خير شكرا أهلكم وجدودكم الله يبارك فيك شكرا لكم الله يبارك فيك أهلا وسهلا بالجمعية الخيرية الله يبارك فيك أهلنا وجدودنا الله يزيك خير يا حاج أهلين وسهلين Er bedankt sich und sagt wie also er herzt sich von seinem Herzen سبحان الله sagt ich danke meine Familie meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern. Yani, subhanallah, wir sind wie eine Familie, wir sind wie seine Kinder. Und das Gefühl kriegt man auch, subhanallah. Das Gefühl kriegt man, dass man so irgendwie so eine Familie ist, dass er nicht fremd ist, ne? Dass wir eine Umma sind. Und das, was Allah von uns auch verlangt. Wir sind Ummatun Wahida. Wir sind eine Umma. Wenn er sich, subhanallah, wehtut, dann müssen wir uns alle wehtun. Wir müssen alle mit ihnen leiden. Und nicht denken, ach, weißt du was, das trifft ihn, das haben wir nichts mehr zu tun. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Möge Allah uns vergeben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mir fehlen die Worte, da kann man nichts mehr sagen. Ich muss einfach über mich selber nachdenken. Ein bisschen, ja. Weiter und weiter spenden wir. Ne? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen nicht mehr horten als das, was wir brauchen. Und was horten wir alles, subhanallah? Wir horten so viel. Wir haben 70, übertrieben gesagt, 70 Jalabia zu Hause, 10 Sunnahosen. Wir kaufen eine Sunnahose in derselben Farbe, wie wir ein Oberteil haben. Wir wollen, dass das alles farblich passt. Was sind wir? Sunnah-Mode-Püppchen oder was sind wir? Barbie, Sunnah-Barbies oder was? Subhanallah, wir müssen aufpassen. Wir müssen richtig aufpassen, dass wir keinen Nifaq haben und dass wir keine Munafikin sind. Die Sahaba, subhanallah, radiallahu anhum, die Sahaba hatten Angst, dass sie keine Munafikin sind und wir laufen mit unseren 3 Jahre alten Bart und mit unserer 10. Sunnahose stolzieren wir durch die deutschen Gassen und denken, wir wären was. Wir sollten uns schämen, sollten wir uns. Barakallahu fiikum, diese Brüder und Schwestern. Im Islam spendet weiter, damit wir weiterhin solche notbedürftigen Menschen hier helfen können. Der ganze Dank gehört natürlich den Barmäßigen Allah, thumma euch, weil Allah sagt, wer nicht den Leuten bedankt, der bedankt nicht Allah. Man lam yashkurun nas, lam yashkur Allah. Wir danken uns bei Allah und bei euch auch. Und spendet, liebe Brüder, weiter, damit wir, wie gesagt, weiterhin hier solche Leute wie dieser Mensch, der ein großes Herz gezeigt hat, der viel Geduld und Sabr gehabt hat und hat auch noch weiter. Das ist ein Vorbild, eine Qudwa für uns. Jazakallah khair und barakallahu fikum.